Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, liebe Interessierte und mögliche Abonnentinnen und Abonnenten der Weltwoche, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir schreiben den 5. Dezember 2018 und ich stelle Ihnen die Ausgabe Nummer 49 vor. Sie erscheint morgen am 6.12., am Samichlaus, am Nikolaustag. Sie werden sie dann im Briefkasten haben oder heute Abend elektronisch in Ihrem elektronischen Briefkasten, im digitalen Briefkasten. Was sind die großen Themen? Natürlich, wir fokussieren auch auf die Bundesratswahl, da insbesondere auf Karin Keller-Sutter, die große Favoritin, die auch glanzvoll im ersten Durchgang gewählt wurde, wie ihre Kollegin Viola Amherd auch. Aber Karin Keller-Sutter, Anatomie eines Aufstiegs. Anatomie eines Aufstiegs, Anatomie eines Phänomens. Den Hauptartikel hat Gottlieb F. Höppli geschrieben, früherer Kollege von mir bei der NZZ, dann lange Jahre Chefredaktor beim St. Galler Tagblatt. Er kennt Karin Keller-Sutter à fond, sehr, sehr gut. Ich habe mir erlaubt, in diesem Großgottesdienst um diese logische Bundesratsfavoritin auch ein paar, sage ich mal, skeptische Noten einzustreuen. Nehmen Sie mir das nicht übel. Ich weiß, Frau Keller-Sutter ist sehr, sehr beliebt und kritische Worte können da gerne als Nestbeschmutzung empfunden werden. Ich glaube, das ist es nicht. Ich habe einfach versucht, mit dem ganz nüchternen zoologischen Blick, sozusagen dem wissenschaftlichen Blick, hier dieses Phänomen zu ergründen. Ein Phänomen der Unantastbarkeit. Das ist Karin Keller-Sutter. Dann weiter wichtige Themen. Hans-Jörg Wyss, der Multimilliardär, MedTech-Unternehmer, Philanthrop und Politsponsor, der aus Wyoming von seiner Ranch aus da verschiedene linksgedrechselte politische Initiativen unterstützt. Wir widmen uns etwas seinem Vermögen. Und das ist sehr interessant. Bea Gigi hat das analysiert. Der Wyss hat ja im MedTech-Bereich seine Milliarden verdient und das ist jetzt eben interessant, wenn man sich dieses Businessmodell und die entsprechenden Margen etwas genauer anschaut, dann stellen wir nämlich fest, dass diese MedTech-Geräte, die Herrn Wyss steinreich gemacht haben, natürlich zu einem großen Teil von unseren Krankenkassen bezahlt werden. Und wenn man die Preise dieser Geräte anschaut, da muss man sich nicht fragen, warum die Krankenkassenprämien immer weiter nach oben gehen. Das sind eben auch geschützte Märkte, in denen diese MedTech-Geräte gewaltige Margen, gewaltige Preise lösen können. Wir analysieren etwas dieses wunderbare 1001 nachtmäßige Geschäftsmodell von Herrn Wyss mit Blick auch auf die steigenden Gesundheitskosten, die eben nicht vor allem damit zusammenhängen, dass es ein paar Ärzte gibt, die da sehr viel Geld verdienen, sondern es hängt eben auch vor allem damit zusammen, dass es da ein paar Unternehmer gibt, die mit ihren Margen gewaltig verdienen und wir zahlen das mit unseren Krankenkassen. Dann großes Stück Burkhalter, Merz und Co., was das Bundesratsamt mit einem macht, persönliche Bekenntnisse früherer Bundesräte sozusagen als kleine Einstimmung für die beiden neuen Frauen, die da jetzt gewählt wurden. Das ist ein großes Thema in dieser Ausgabe. Dann, wir haben untersucht, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden wie stimmen in den Diskussionen um den Migrationspakt. Wir widmen uns der Kolchose Solothurn, diesem ja, etatistischen Gesamtkunstwerk um die ehemalige Ambassadorenstadt. Wir haben aus Schlieren im Kanton Zürich eine unglaubliche Erfolgsstory einer Game-Entwicklungsfirma von ETH-Absolventen. Klima ist ein großes, Weltklima ist ein Thema, die Diskussionen da in Polen, Katowice. Und ein Leckerbissen in dieser Ausgabe, Urs Gehriger hat Tucker Carlson getroffen. Tucker Carlson ist der heute erfolgreichste, reichweitenstärkste Talkshow-Moderator der USA. Ein Kenner übrigens auch der Schweiz, er hat hier gelebt. Ich glaube, er ist sogar zur Schule gegangen, teilweise in der Schweiz, kennt auch die Weltwoche. Und Tucker Carlson ist also eine führende Stimme beim rechten Nachrichtenkanal Fox News. Und jetzt, Achtung, passen Sie auf, Tucker Carlson sagt, Titel, Zitat, Trump packt es nicht. Also der
die wichtigste Stimme des Trump-Senders, des angeblichen Trump-Senders Fox TV, bringt hier sehr, sehr kritische Bemerkungen. Und das zeigt eben wieder, dass die Weltwoche, die ja auch Trump vor ungerechtfertigten Angriffen immer wieder in Schutz genommen hat, dass sie eben hier auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr, ja, eben auch die andere Sicht einnehmen kann. Wir haben einen sehr interessanten Artikel noch zu den Entwicklungen in der Ukraine und etwas kritisch vor allem auf den ukrainischen Präsidenten Poroschenko gemünzt. Große Buchbeilage mit Buchtipps zum zum Weihnachtsfinish. Porträt von Yuval Harari, der israelische Shootingstar, Intellektuelle und Historiker, auch dazu, er wird ja auch heilig gesprochen, ein paar skeptische Bemerkungen, dies überschlagsmäßig etwa das, was Sie in der nächsten Weltwoche erwartet. Ich freue mich, wenn Ihnen das interessante Lektürestunden bereitet, und wenn nicht so, dann bitte geben Sie mir Hinweise, Themen, mögliche Inspirationen, damit wir es noch besser machen können. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen können am nächsten Mittwoch. Einstweilen verweise ich auf Weltwoche Daily. Jeden Tag können Sie sich einloggen, registrieren lassen und meine täglichen Kommentare zum Welt- und Schweiz-Geschehen dort sich zu Gemüte führen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit, eine schöne Zeit und bis bald.